Die chinesische Notenbank hat in der vergangenen Woche den Leitzins gesenkt und es werden Milliarden ins System an Finanzspritzen schon mal gepumpt. Bei mir Stefan Schaffetter von der Baader Bank. Ja, alle sprechen ja davon, dass das Coronavirus eine Delle in der Weltwirtschaft hinterlassen wird. Ist das vielleicht sogar schon mehr als eine Delle? Analysten von Goldman Sachs sehen da ein hohes Risiko, dass wir sogar in eine Korrektur schlittern könnten. Ja, das ist jetzt die erste kritische Stimme, die wir gehört haben. Und der Markt hat ja gestern schon mal kurzzeitig auf die Studie von Goldman Sachs reagiert. Ja, also ich glaube, man hat so ein bisschen den Eindruck, der verfestigt sich, dass das nicht so ernst genommen wird, wie es vielleicht sein könnte. Man hat gesagt, wir können es mit einer Delle durchstehen, so wie das letzte Mal. Aber das liegt ja auch schon das eine oder andere Jahr zurück, um es mal so zu sagen. Also ich glaube auch, dass die Gefahren für die Weltkonjunktur im Augenblick ein bisschen größer sind, als das manch einer sich ausrechnet oder wahrhaben möchte. Also insofern ein bisschen eine Sorglosigkeit, die hier schon herrscht, muss man sagen. Und Unternehmen haben ja auch richtig Probleme. Apple hat eine Umsatzwarnung herausgegeben. Lufthansa hat 13 Flieger am Boden, die eben nicht nach China fliegen. Starbucks hat Filialen zu, McDonald's hat Filialen zu. Produktionsstätten sind geschlossen. Also doch größere Auswirkungen? Ja, ganz sicher. Also wenn man davon ausgeht, dass auch ganze Autoproduktionsstraßen stillgelegt werden, also es betrifft nicht nur die deutschen Automobilbauer, sondern japanische oder koreanische Automobilbauer auch. Lieferketten sind unterbrochen. Also ich denke, dass das ganze Ausmaß dieser Virusattacke hier sich noch nicht durchgesetzt hat und dass wir das erst mit einer Zeitverzögerung von einigen Wochen erleben werden. Und dann bin ich mal gespannt, was dann tatsächlich oder wie die Märkte damit dann umgehen. Auch wenn der DAX zum Wochenende letzte Woche ein bisschen nachgegeben hat, die Märkte sind ja trotzdem weltweit eigentlich auf Rekordständen. Ist das noch nicht schlimm genug, dass die Märkte reagieren oder halten andere Themen die Märkte oben? Naja, im Augenblick liefern zumindest im Großteil die wichtigen Unternehmen auch die dementsprechenden Zahlen ab, dass zumindest dadurch die Märkte hier eine gute Unterfütterung haben. Auf der einen Seite, wir sehen, dass die chinesische Zentralbank ja auch mit ordentlichen Finanzspritzen zur Seite steht. Also das, man geht immer davon aus, Zentralbanken werden es schon irgendwie richten. In Teilen sind, wie gesagt, die Ergebnisse der Unternehmen in Ordnung. Dass aber dann auf Dauer die Höchststände so garantiert sind, wie wir sie jetzt erleben, das glaube ich eher nicht. Sie haben die Quartalszahlen angesprochen, zum Beispiel Fresenius hat Zahlen veröffentlicht und noch ein paar andere Unternehmen. Wie steht es denn um die deutsche Wirtschaft? Wie sind die Ergebnisse der Unternehmen? Also die Ergebnisse insgesamt sind eigentlich recht erfreulich, wenn man guckt, man sagt Fresenius, Telekom oder auch Allianz nimmt, alles super Ergebnisse, also da stimmt die Richtung. Die einzigen, die ein bisschen schwächeln, aber das ist ja nicht neu, sind die Automobilbauer hier bei uns. Ansonsten insgesamt stimmt das Umfeld, stimmen die Zahlen, also das ist nach wie vor eine gute Unterfütterung für den Markt, immer vorausgesetzt, dass jetzt der wirtschaftliche Einbruch, hervorgerufen durch den Coronavirus, nicht so schlimm kommt, wie die meisten das hier annehmen. Sagt Stefan Schaffetter von der Baader Bank. Danke Ihnen für diese Einblicke hier von der Frankfurter Börse und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaftszuschauer, fürs Interesse. Bis